Ein herzliches Willkommen zu Transfermarkt TV am Donnerstag. Wir sprechen heute unter anderem über den FC Bayern. Da gibt es einen spannenden Bericht, wonach gleich 8 Profis im Sommer den Verein verlassen könnten. Außerdem gibt es einen neuen möglichen Nachfolger für Jude Bellingham beim BVB. Conor Gallagher von Chelsea ist das. Und außerdem hat Neymar offenbar großes Interesse in der Premier League geweckt. Gleich 2 Vereine sind am Brasilianer dran. Wir verraten euch später, um wen es sich handelt. Wir starten aber erst einmal rein in die Sendung mit einer ganz besonderen Top 11. Und zwar sind das Spieler, deren Verträge am Ende dieser Saison auslaufen. Das heißt, sie wären im Sommer im Nulltarif zu haben. Und da sind natürlich einige große Namen dabei, sowie auch tatsächlich ein paar sehr, sehr wertvolle Spieler. Hier schon mal die beiden, die dafür stehen. Messi, der große Name, Kamada mit 30 Millionen Euro. Ein sehr wertvoller Ablösefreier. Im Tor steht David De Gea, dann in der Innenverteidigung sehr prominent Evan Dicker und Milan Skriniar, Grimaldo und Semedo auf den Außenverteidigerpositionen. Adrian Rabiot und Juri Thielemans auf der 6. Thielemans war ja in den vergangenen Jahren wirklich mehrfach ins Visier der Topclubs geraten. Kamada haben wir eben schon erwähnt, davor dann Messi und Thuram. Und der Angriff wird dann durch Karim Benzema komplettiert. Das alles Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen. Wir sehen, der wertvollste ist tatsächlich ein Innenverteidiger mit Skriniar. Außerdem dann natürlich mit Messi und Benzema 2 aktuelle oder ehemalige Weltfußballer und der Gesamtmarktwert dieser Elf 349 Millionen Euro. Bei dieser Elf muss man natürlich sagen, es kann sich täglich was tun. Entweder kann ein Spielerwechsel fix werden oder aber der ein oder andere, wie zum Beispiel Benzema, verlängert nochmal bei seinem Verein. Aber Stand heute am Donnerstagmittag ist das die wertvollste Elf der Profis, die im Sommer ablösefrei sind. Und wir machen direkt weiter mit unserer Gerüchteküche und wir schauen direkt mal auf den FC Bayern München. Da hatte es zuletzt 2011, 2012 eine titellose Saison gegeben. Damals blieb der ganz große Umbruch aus. Wie sieht's aber in diesem Sommer aus? Einem Bericht des Kicker zufolge könnte tatsächlich ein ganzer Batzen an Bayern-Spielern den Verein verlassen. Es ist von 8 Profis die Rede, die auf dem Prüfstand stehen. Insgesamt haben diese 8 einen Marktwert von 293 Millionen Euro und allen voran steht ein Sommerneuzugang aus dem Jahr 2022, Sadio Mané. Der ist ja bis heute nicht so recht in München angekommen. Dann gab es rund um die WM diese Verletzung und natürlich dann jüngst auf der Talsohle seiner Formkrise den Faustschlag gegen Leroy Sané. Der Kicker berichtet nun, im besten Falle müsste Mané im Sommer abgegeben werden. Der Marktwert des Senegalesen liegt bei 45 Millionen Euro. Am besten wäre natürlich, dass man kein großes Minus mit ihm produziert. Dann gibt es auch den Fall Joao Cancelo, der nächste ganz, ganz große Name beim FC Bayern. Er ist ja nur geliehen von Manchester City. Es gilt als absolut 100% ausgeschlossen, dass die Kaufoption über 70 Millionen Euro im Sommer gezogen wird. Das heißt, er scheint neben Mané Streichkandidat Nummer 2 zu sein, der die Bayern definitiv verlassen soll. Wir haben aber auch noch eine ganze Menge weitere Namen. Das Duo Gravenberg-Masraoui im vergangenen Sommer von Ajax gekommen. Beide sind mit ihren Einsatzzeiten total unzufrieden. Auch Serge Gnabry, das ist ja ein Spieler, der schon richtig fix bei den Bayern sich etabliert hat. Der soll allerdings auch ein Wackelkandidat sein. Grund sind hier die Leistungen. Marcel Sabitzer ist ja sowieso verliehen an Manchester United, fühlt sich in Manchester wohl wohler
als beim FC Bayern München und dann auch Benjamin Pavard, dem ein etwas schwieriger Charakter nachgesagt wird, und auch Mathys Tel, der junge Stürmer, der gilt als Kandidat für ein mögliches Leihgeschäft. Das heißt, insgesamt 8 Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Und nochmal, diese 8 hätten einen Gesamtmarktwert von 293 Millionen Euro, die den Kader dann verlassen würden, wenn es denn dazu kommt. Ja, und wie immer ist eure Meinung natürlich auch gefragt. Wir wollen gerne von euch wissen, wen würdet ihr abgeben und wen behalten? Was sagt ihr zu den 8 möglichen Streichkandidaten des FC Bayern? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare unter dieses Video. Und wir machen weiter mit weiteren Gerüchten. Unter anderem haben wir Düsseldorfs Stürmer David Kownacki. Dass der wechseln wird, das zeichnet sich in den vergangenen Wochen und Monaten ganz deutlich ab. Nun scheint es auch ein bisschen sich herauszukristallisieren, wo es hingehen könnte. Zumindest wenn man der Rheinischen Post Glauben schenkt. Das Ziel des ablösefreien Stürmers könnte nämlich Werder Bremen sein. Man möchte den Polen zum Nulltarif an die Weser holen. Übrigens völlig unabhängig von der Zukunft von Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Beides ja auch denkbare Abgangskandidaten. Kownacki möchte in die Bundesliga und das wohl auch mit Recht. In dieser Saison überzeugte er mit 23 Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen. Es scheint aktuell wohl nur noch an einer Sache so ein bisschen zu hapern, und das ist eigentlich auch eher eine Formalie, und zwar der rechnerische Klassenerhalt von Werder Bremen soll wohl erstmal eingefahren werden, ehe man hier unterschreibt. Laut der Sportbild hat Gladbach für den aktuell anstehenden Umbruch ein Transferziel ins Auge gefasst. Und zwar Tom Kraus von Schalke 04. Der ist ja aktuell noch von RB Leipzig geliehen. Sollte Schalke die Klasse halten, dann greift eine Kaufpflicht über 3 Millionen Euro. Aktuell sieht es ja aber nicht sonderlich gut aus. Schalke könnte runtergehen in die zweite Liga und dann wäre Gladbach zur Stelle. Möchte den U21-Nationalspieler wohl offenbar verpflichten. Es gibt ja den ein oder anderen ablösefreien Abgang im Sommer bei den Fohlen, und Kraus könnte dann ein erstes neues Gesicht für die Zukunft der Borussia sein. Talente von Paris Saint-Germain haben es ja oftmals in der Bundesliga geschafft, den Durchbruch zu realisieren. Und laut Sport 1, die einen Bericht von Foot Mercato bestätigen, könnte ein nächstes PSG-Talent diesen Schritt wagen. Und zwar genauer gesagt zu Eintracht Frankfurt. Das hier ist nämlich El Shaddai Bichabu. Gerade mal 17 Jahre jung, Innenverteidiger und bei PSG nur bis 2024 gebunden. Und Markus Krösche, Sportvorstand bei der Eintracht, der soll großer Fan von Bichabu sein. Wir erinnern uns zurück, Krösche holte ja sogar einst einen gewissen Christopher Nkunku in die Bundesliga, damals zu RB Leipzig. Also der Mann hat Erfahrung mit PSG-Talenten. Sky bringt Conor Gallagher beim BVB ins Spiel. Einem Bericht des Fernsehsenders zufolge ist Gallagher ein Kandidat auf die Nachfolge von Jude Bellingham. Bellingham ist ja ein möglicher Abgangskandidat, da gibt es noch nichts Offizielles, aber wir alle wissen, dass der aktuell bei Dortmund spielende zentrale Mittelfeldmann in Europa heiß begehrt ist. Conor Gallagher spielt bei Chelsea nicht immer. Und wir wissen auch, dass die Blues Transfererlöse generieren müssen. Da war der zentrale Mittelfeldmann schon im Winter ein möglicher Abgangskandidat. Everton war wohl sogar bereit, 50 Millionen Euro zu zahlen. In etwa diese Summe müsste wohl nun auch der BVB hinlegen. Das scheint dann doch fast etwas teuer für einen Mann, der den absoluten Durchbruch bei einem Top-Team jetzt noch nicht geschafft hat. Trotzdem, laut Sky steht Conor Gallagher auf der Kandidatenliste bei Schwarz-Gelb. Was sich im Januar abzeichnete, ist nun offenbar fix. Fabrizio Romano zumindest schreibt,
dass es eine Einigung gegeben hat zwischen Shakhtar Syunchu und Atletico Madrid. Ein Vertrag bis 2027 soll unterschriftsreif sein. Syunchu stand ja zuletzt bei Leicester City unter Vertrag. Leicester hatte ihn ja einst aus Freiburg geholt. Sein Kontrakt läuft aus. Zuletzt hat er wenig gespielt bei den Foxes und sucht nun wohl eine neue Herausforderung. Und das mit Atletico scheint dann kurz vor Abschluss zu stehen. Und wir sprechen auch noch über Neymar. Die Zukunft des Brasilianers ist ungewiss. Es sieht so aus, als ob seine Zeit bei PSG sich zumindest dem Ende zuneigt. Ob er jetzt schon im Sommer wechselt, ist natürlich noch fraglich. Die Entscheidung steht noch aus, aber eine langfristige Zukunft scheint es dort für den 31-Jährigen nicht mehr zu geben. Aktuell wird von Foot Mercato berichtet, dass es Interesse aus der Premier League gibt. Manchester United und der FC Chelsea sollen die Situation des Brasilianers bei den Franzosen ganz genau beobachten. Vielleicht wird man ja sogar schon im Sommer tätig für eine Verpflichtung. Es gibt aber auch eine weitere Option für Neymar und das ist die Heimat Brasilien. Das hat der Star nochmal jüngst bestätigt, hat sich ja zuletzt auch ein Spiel seines Jugendclubs, dem FC Santos, angeguckt in Brasilien und danach zu Protokoll gegeben. Ja, ich werde auf jeden Fall eines Tages zurückkommen. Ich komme wieder, sagte Neymar. Aber auch hier natürlich die große Frage, wird das jetzt schon im Sommer passieren? Das halten wir erst einmal für ein unrealistisches Szenario. Wir fragen euch, wo seht ihr Neymar ab Sommer und glaubt ihr, er wird PSG verlassen? Vielleicht sogar zusammen mit Messi. Das wäre auf jeden Fall ein dicker, dicker Umbruch beim französischen Topclub. In unserer Statistik des Tages widmen wir uns mal den Torjägern. Schauen wir auf die Bundesliga. Erleben wir gerade eine eher Low-Scoring-Saison. 16 Tore reichen aktuell für Rang 1 in der Torjägerliste. Niklas Füllkrug steht da ja auf Platz 1. In den vergangenen Jahren, da war Robert Lewandowski schon oftmals in der Winterpause bei 16 Treffern. Nichtsdestotrotz, die beiden hier sind das beste Sturmduo der Liga. Füllkrug mit 16 und Ducksch mit 11 Toren. Er gibt zusammen 27 Treffer und in Europa bedeutet das Rang 7, was die Torjäger-Duos angeht. Und wir schauen mal auf die besten 5 in Europa. Haben dann von der AS Monaco Wissam Ben Yedder und Breel Embolo mit 29 Treffern in 56 Partien. Auch Harry Kane und Heung-min Son stehen in den Top 5 mit 32 Toren. Die legen sich ja auch sehr gerne mal gegenseitig einen auf. Victor Osimhen und Kvisha Kvaratskhelia stehen bei 33 Treffern, sind damit mitverantwortlich für Rang 1 in der Serie A. Mbappé und Messi, 37 Tore zusammen für PSG und unangefochten auf der 1. Erling Haaland und Phil Foden, 42 Tore für das Duo. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, allein der Norweger Haaland steht bei 33. Hat ja im Topspiel gegen den FC Arsenal sein 33. Saisontor in der Premier League gemacht. Er war auch noch ein paar Mal verletzt, kommt noch dazu. Heißt, in 29 Spielen allein eine 33 Mal getroffen. Das ist absolut rekordverdächtig. Hier haben wir nochmal die Übersicht. Die besten Torduos der Saison 2022 in den Top 5 liegen. Kommen wir zu unserem News-Ticker und da haben wir einen fixen Transfer für den Sommer. Udinese Calcio macht mit ordentlich Vorlauf Nägel mit Köpfen, hat einen neuen Stürmer verpflichtet für die neue Saison in der Serie A und zwar in exotischen Gefilden. Es ist nämlich ein Brasilianer, Brenner, 23 Jahre Mittelstürmer, der bisher beim FC Cincinnati, also in der MLS, gespielt hat. 10 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Das heißt, Brenner steht unter den 10 teuersten MLS-Verkäufen der Geschichte. Fortuna Düsseldorf geht einen ganz neuen Weg. Und zwar gibt es ein neues Prinzip mit dem Namen Fortuna für alle. Das sieht vor, dass Fans kostenlos in die Arena zu spielen kommen können. Das Ganze soll durch Sponsoren aus der Gegend getragen werden.
Das Prinzip startet schon ab nächster Saison, dann allerdings erstmal mit 3 von 17 Heimspielen. Für die langfristige Zukunft ist dann geplant, dass Fans keinerlei Eintritt mehr im Stadion zahlen müssen. Pläne der UEFA sehen wohl vor, dass das Champions League-Finale in Zukunft nicht unbedingt in Europa ausgetragen werden muss. UEFA-Boss Ceferin gab zu Protokoll, dass ein Finale in den USA vorstellbar sei. Zum Glück kann man da sagen, sind die Endspiele bis 2025 schon an europäische Städte vergeben. Dieses Jahr wird es in Istanbul stattfinden. Paderborn-Profi Uwe Hünemeyer beendet seine aktive Karriere im Sommer mit 37 Jahren. Er wird dem SC Paderborn danach aber in einer noch zu definierenden Funktion zur Verfügung stehen. Hünemeyer stammt ja aus der Jugend des BVB, spielte dann bei Cottbus, bei Paderborn, kurzzeitig bei Brighton und hat dann wieder bei seinem Stammclub, dem SC Paderborn, unterschrieben. Und zum Schluss haben wir für euch natürlich noch einen kleinen Hinweis in Sachen Sorare. Ihr kennt das, wir haben euch in den vergangenen Wochen schon immer wieder das Managerspiel vorgestellt. Heute wollen wir da nochmal ein bisschen ins Detail gehen, zeigen euch, wie man sich eigentlich genau anmeldet und wie man an den unterschiedlichsten Competitions teilnehmen kann. Eines der wichtigsten Dinge, um bei Sorare voranzukommen, ist natürlich das Spielen der Turniere. Wenn ihr hier oben im Menü auf Spielen klickt, dann kommt ihr direkt in die Lobby. In der Lobby seht ihr dann alle Turniere, die man spielen kann. Das sind jetzt auf den ersten Blick extrem viele. Ich erkläre euch aber einmal ganz kurz, was genau das bedeutet und was hinter diesen einzelnen Turnieren steckt. Ihr habt hier links immer erstmal den Namen des Turniers, also wie zum Beispiel hier All-Star Limited oder das America Champion Limited. Daneben seht ihr immer die Seltenheit. Das bedeutet, welche Karten ihr in diesem Turnier einsetzen könnt. Und da könnt ihr dann direkt schon mal aussortieren, wenn ihr zum Beispiel noch keine Super Rare, also diese super seltenen oder Unique Karten habt, könnt ihr hier unten schon nicht mitspielen. Das beschränkt die Auswahl schon mal direkt. Daneben seht ihr die Belohnung, wie viele Karten bzw. wie viel Cash es gibt, wenn man bei diesem Turnier teilnimmt, bzw. wie groß der Preispool ist. Und daneben, wie viele Teilnehmer aktuell an diesem Turnier teilnehmen. Es gibt hier verschiedene Turniere. Das All-Star-Turnier. Da kann jede Karte gespielt werden. Ihr könnt jede Karte, die ihr habt, einsetzen und müsst nicht darauf achten, in welcher Liga diese Karte spielt. Dann gibt es zum Beispiel das Europa Champion oder das Europa Herausforderer Turnier. Hier ist der Unterschied: Im Champion Turnier könnt ihr nur Karten spielen aus den Top 5 Ligen Europas. Also Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga und Liga. In dem Herausforderer-Turnier könnt ihr auch alle anderen Karten aus Europa spielen, außer die Top 5 Ligen. Das heißt, hier spielt ihr dann Karten wie portugiesische Liga, holländische Liga oder belgische Liga. Dann gibt es das Unter-23-Turnier. Da, wie der Name sagt, könnt ihr nur Karten spielen, die noch jünger sind als 23 Jahre. Und was noch sehr spannend ist, diese Max- bzw. Capped-Turniere. Im Max 220 oder 240 dürft ihr immer nur die Karten spielen, die dann zusammengerechnet maximal 240 Punkte im Durchschnitt in den letzten 5 Spielen hatten. Das funktioniert so ein bisschen wie der Draft, den ich im letzten Video mit euch gemacht habe. Hier seht ihr dann auch direkt bei diesem Max 240 Turnier, das ist sehr, sehr interessant. Da kann man mit seinen Limited-Karten teilnehmen, auch hier aus allen Regionen, völlig egal, wo die Karte spielt. Und wenn ihr hier 250 Punkte erreicht, unabhängig von eurer Platzierung in der Rangliste, bekommt ihr direkt $5, wenn ihr diese 250 Punkte habt. Da wir jetzt noch keine Karten haben am Anfang, sondern nur die Karten aus unserem Common Draft, können wir hier die Seltenheit auswählen und auf gewöhnlich gehen. Jetzt seht ihr, die Auswahl ist schon deutlich geringer. Wir können jetzt hier teilnehmen an den verschiedenen Ligen. Und letztes Mal haben wir ja den Draft für die Bundesliga gemacht. Das heißt, hier kann ich jetzt mein Team anmelden, um im Bundesliga-Amateurwettbewerb mitzuspielen. Und wie ihr seht, kann man hier auch schon Karten gewinnen. Das gleiche könnt ihr auch, wenn ihr am Anfang Bundesliga ausgewählt habt, zusätzlich noch für die anderen Ligen, also französische Liga und so weiter, machen und an diesen Turnieren teilnehmen. Das war's schon wieder. Wir sind am Ende angelangt unserer Sendung. Ihr könnt natürlich sehr gerne eure Meinung noch in die Kommentare schreiben, vor allem zu den Bayern-Gerüchten. 8 Spieler auf der Streichliste, da sind wir sehr gespannt, was ihr zu sagt. Außerdem haben wir natürlich noch ein paar Videos von unserem YouTube-Channel hier vorbereitet und damit sind wir dann auch wirklich am Ende. Danke fürs Interesse, macht es gut und tschüss.